Ich möchte mich bedanken bei allen Bregenzerinnen und Bregenzern, die heute ihre Stimme abgegeben haben oder über Wahlkarte gestimmt haben. Für mich ist es ein erfreuliches Ergebnis, vor allem, dass es so klar ist, so deutlich ist, dass es ein Votum ist, das alle Zweifel ausräumt. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte das als einen Sieg für Bregenz und für ein gutes Projekt bezeichnen. Jetzt können wir weiter schaffen und dieses Projekt umsetzen, genauso wie wir es Wähler haben. Ja, mich freut, dass doch eine relativ hohe Wahlbeteiligung ist mit 40%. Bei den letzten Gemeindevertretungswahlen waren es ja knapp 60%. Da haben aber 6 Parteien kandidiert. Diesmal ging es um eine Welle beim Platz des Fahnenrondells. Das heißt, von dem her, das Instrument der Volksabstimmung hat funktioniert und 2/3 der Bregenzerinnen und Bregenzer haben sich für die Bebauung des Platzes beim Fahnenrondell entschieden und das gilt zu akzeptieren. Die Frage, die nun alle interessiert, wie geht es weiter am Hafen? Es waren ja alle Beschlüsse beim Hafen einstimmig bis dato. Jetzt geht es um die Hochbauten, die jetzt noch beschlossen werden müssen. Es hat nichts blockiert, sondern man hat ja alles das jetzt schon angefangen, was wir gemeinsam beschlossen haben, alle Parteien.